vielleicht errätst du jetzt schon, wo ich bin und welcher Baumarkt heute mit diesem Video zu tun hat. Ja, willkommen hier auf meinem Kanal Handwerker Bienchen. Ich bin die Elsa und heute gibt es wieder ein neues Projekt. Nachdem das letzte Mal hier das Projekt endlich mal fertig geworden ist, kommt diesmal ein riesengroßes Projekt, was ich schon ein paar Mal angekündigt hatte. Und das wird in Zusammenarbeit mit Hornbach entstehen. Die haben nämlich das Material gestellt und ich wollte euch sowieso noch einiges mal über die Women at Work erzählen. Da seht ihr zum Beispiel eine der Urkunden, die ich schon mal bekommen hatte. Ja, ich glaube das erste Mal, das war 2018 und da hatten wir so einen Ritterstuhl gebaut. Das Jahr darauf hatten wir nochmal einen Ritterstuhl gebaut. Ich blende euch mal hier währenddessen ein paar Fotos ein. Ich glaube das eine Jahr hatte ich mal Bohren und Dübeln. 2022, da hatte ich dann das mit Farben, also mit Lackieren und Streichen und ja, da hatten wir halt verschiedene Materialien bearbeitet. Das war auch total interessant. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich die Women at Work? Also bei der Women at Work ist es so, dass man verschiedene Projekte auswählen kann und dann bei uns ist es zumindest an einem Freitagabend. Ab 20 Uhr geht das los und geht dann bis 23 Uhr. Da kann man halt verschiedene Workshops bearbeiten, die man sich eben vorher rausgesucht hat. Hat halt einen Ansprechpartner von Hornbach direkt dabei. Falls jetzt irgendwelche Frauen zugucken, kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Und falls du ein Mann bist, der hier gerade zuguckt, dann sag doch einfach deiner Mutter Bescheid, deiner Freundin, deiner Ehefrau, deinen Freundinnen, Bekannten, wie auch immer. Bei uns hier zumindest sind so ungefähr 100 Plätze und man muss wirklich schnell sein. Das ist dann nach ein paar Stunden teilweise, ein paar Tage sind dann die Workshops schon weg, vielleicht die sehr begehrt sind, wie zum Beispiel Holzbearbeitung, das ist immer extrem begehrt. Einfach teilnehmen, macht voll Spaß und es gibt vor allem noch einige Überraschungen zu bieten. Ich bin wirklich jedes Mal begeistert. Ja, und zu Hornbach gehe ich ja schon seit langer, langer, langer Zeit, schon bevor ich die Werkstatt hatte, meine erste Werkstatt, weil dort kann man sich halt auch Sachen zuschneiden lassen und zusägen lassen und das ist total perfekt. Also falls ihr wirklich mal irgendwie bestimmte Maße braucht, dann einfach dort Bescheid geben und ja, dann werden die euch das zusägen. Zuerst kommen hier mal die Türen ab und da das ja hier so eine DDR-Schrankwand ist, sind das auch total andere Scharniere. So, jetzt sind die alten Schränke hier weg. Und hier kommen dann die zwei Regale hin mit jeweils 1 Meter, so wie die Schrankwand eben auch schon. Bloß, dass ich dann halt millionenmal mehr Platz habe, hoffentlich. Für das Projekt werden insgesamt 3 verschiedene Materialien gebraucht. Und zwar ist das einmal USB-Platten, dann Dachlatten und Schrauben. Das war's. Ja, und das ist das Material für 4 mal 1 Meter von den Regalen. Da bin ich nämlich auch froh, wenn das jetzt mal wegkommt. Ja, und um mir das Ganze hier ein bisschen einfacher zu machen, mache ich immer 2 USB-Platten übereinander und dann kann man in einem Rutsch 2-mal die Feder absägen. Ja, die USB-Platten, die säge ich jetzt hier mit der Tischkreissäge in 904 mm lange Stücke. Man kann das halt im Schiebeschlitten hier geschmeidig durchführen. Jetzt könnt ihr mal bei meinem kleinen Suchrätsel mitmachen und zwar, wo ist der Bleistift? Noch 3 Sekunden. Da ist er. Hier seht ihr jetzt mal meine Zuschnittsliste. Die ist mit MaxCut erstellt. Da kommt dann irgendwann mal noch ein Video darüber. Und mit dieser werde ich jetzt hier in dem ganzen Video arbeiten. Was ich eben auch noch erstellt hatte, das ist ein Auftragszuschnittsplan. Dort sieht man dann die einzelnen Teile und die Anzahl und kann dann so nacheinander einfach alles durchsägen, was total praktisch ist. Also es hat mir sehr geholfen. Und SketchUp war am Start. Anfangen würde ich jetzt mit den langen Teilen. Und bei denen müssen plus 20 cm ab. Und dann habe ich nämlich schon mal 16 Stück, die gleich ordentlich sind. Ich habe gerade noch mal in den Plan geguckt, ob irgendeine Leiste hier dann letztendlich
irgendwo hier vorne rauskommt, damit man das hier irgendwie wegkriegt, das Astauge da, aber leider nicht der Fall, deswegen muss es halt jetzt mit drin bleiben. Das würde dann eh nochmal aufgedoppelt und da ist das jetzt nicht so dramatisch, wenn das da drin ist. Hier seht ihr jetzt mal die ganzen Dachlatten, das ist schon eine Menge. Ja, und wenn man irgendwas bei der Women Network gelernt hat, dann, dass Frauen das genauso schaffen. Damit die Teile hier schön zusammenbleiben, zwinge ich die immer fest. Hab natürlich vorher geguckt, dass alles hier vorne schön bündig ist. Und dann geht es immer ab in die Kappsäge. Ja, das Coole ist halt, dass man es gleich hier abhaken kann. Und somit kann man halt auch nichts vergessen, weil bei den vielen Teilen, die ihr hier seht, kann man schon mal durcheinander kommen. Das sind jetzt hier 322 mm. Ja, und hier seht ihr halt mal, was das Coole an MaxCut ist. Du hast halt extrem wenig Verschnitt. Ja, die eine Leiste hier, die war irgendwie kaputt. Die muss ich jetzt erstmal noch schnell leimen. Jetzt passt's. Jetzt lassen wir das erstmal trocknen. Ja, und in der Zeit werde ich mal den Rest noch zusägen. Mmh. Lecker. Aus dem Hornbecher. Ja, das ist übrigens die Tasse, aus der ich jeden Tag trinke. Ja, ein halber Liter passt ja da rein. Und da kommt halt Tee und Kaffee und alles Mögliche rein. Hat jemand von euch eigentlich auch so einen Hornbecher? Die sind nämlich heiß begehrt, wie ich gehört habe. Ja, und währenddessen ich hier in der Werkstatt bin, macht der K40-Keller gerade einen Livestream. Und ich kann nicht dabei sein, weil ich muss jetzt gerade bauen, bauen, bauen. So, nachdem das Gesäge alles jetzt erledigt ist, geht's an den Aufbau. Ich habe nämlich hier extra nochmal 3,5 x 35 mm Spax-Schrauben geholt. Wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich voll der Fan von Spax-Schrauben. Ja, mich würde ja mal interessieren, welche Schrauben ihr am liebsten benutzt. Also Wirth oder Spax oder irgendeine andere Firma. Schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Ich habe das jetzt mal nur zusammengelegt und wie es scheint, passt alles. Deswegen kann ich jetzt ans Verleimen und Verschrauben gehen. Ja, und mit dem Limeboy hier, da geht das richtig schnell hier mit Einseifen. Und ich gucke natürlich gleich, dass man hier die Schilder, also die Barcodes von den Artikelnummern und sowas, dass man die wegnimmt. Also wenn das Ganze nicht hält, dann weiß ich auch nicht, ey. Ja, hier seht ihr jetzt dieses Regal, das erste Stück. Das wird jetzt miteinander verschraubt. Das klebe ich diesmal nicht. Ja, und da das Holz eben nicht hier ganz akkurat gerade ist, muss ich jetzt hier in dem Fall mal mit einer Zwinge das Ganze hier festhalten, dass das auch hier wirklich bündig abschließt. Manchmal, so wie hier eben, da ist es genau andersrum. Da muss ich das Ganze spreizen. Ja, da oben, da komme ich jetzt leider im Moment nicht mehr ran. Aber der Markus, der wird ja bald in die Werkstatt kommen und da kann der das vielleicht dran schrauben, wenn er rankommt. Also da weiß ich für die nächsten Regale, sind da noch 3 Stück jetzt, dass ich die oben zuerst festschrauben muss. Passt, passt, passt. So, jetzt kommen noch die USB-Platten dann rein, aber das mache ich erst, wenn der Markus das oben festgeschraubt hat, weil das Ganze muss dann noch da rüber geschoben werden. Also das erste Regal, das ist jetzt hier fertig. Und bei dem zweiten Regal habe ich mir was ganz Schlaues überlegt, weil ich ja gemerkt habe, dass ich an die ersten 3 von oben gar nicht mal wirklich rangekommen bin, meiner kleinen Leiter. Da habe ich es jetzt so gemacht, dass ich die hier schon im Liegen anbringe. Dann wird das aufgestellt, das ganze Teil, und dann da drüben hingestellt. Aber es steht.
So, seht ihr hier vorne schon, wie der Kompressor da steht? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass der hier reingeht. Hoffentlich. Jetzt ist übrigens auch noch mein Leim alle gewesen. Deswegen habe ich jetzt hier mal meinen 10 Kilo Eimer rausgeholt und habe das erstmal nachgefüllt. Ich verwende voll gerne den Ponal. Welchen Leim nehmt ihr denn gerne? So, nun ist es soweit. Ihr könnt mich in die Klapsmühle stecken. Ich habe gerade so ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, 2 Stücken Holz gesucht. Und das beim allerletzten Regal. Und letztendlich hatte ich das schon angeschraubt. Mir läuft ja alles runter, wie ihr seht. Ich bin froh, wenn ich dann gleich fertig bin und dann erstmal baden gehen kann und dann ins Bett. Ja, und weil ich hier ganz viele von diesen Lackmischbechern da habe, will ich jetzt noch Halterungen bauen. Ja, natürlich hätte ich das auch alles mit dem Kreisschneider machen können, aber ich mache es jetzt mit dem Laser hier. Ja, und die großen Lackbecher, die haben hier einen Durchmesser von 154 mm oben. Und außen, das soll ausgeschnitten werden dann bei 180 mm. Ja, und falls du dich jetzt fragst, warum ich das gerade so gebaut habe, und zwar möchte ich ja, dass die Becher hier so rumstehen, weil es ist ja hier eine Holzwerkstatt. Ja, und da fällt ja immer wieder mal Holzstaub an. Und wenn das jetzt so rum wäre, da würde natürlich der ganze Holzstaub hier reinkommen. Und das möchte ich natürlich verhindern und deswegen so rum. Ja, und bei den kleinen Bechern, da mache ich das so, dass hier so ein Ministück HT-Rohr, also 50 cm mit dem 1 Meter Stück verbunden wird. Und ich habe das vorhin schon mal versucht, das war aber leider relativ schwer. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach ein bisschen Spülmittel. Und das wird dann hier drin verteilt, sodass das an dem Gummi hier schön durchflutscht. Jetzt kommt's. So. Und ganz oben kommt dann der Abschlussstopfen noch rein. Aber das mache ich erst ganz am Ende. Ja, ich möchte das Ganze halt nicht so kompliziert machen, deswegen versuche ich das jetzt mal, ob das jetzt funktioniert mit solchen Winkeln hier. Die sind nur ein bisschen gebogen. Ja, was mir gerade noch einfällt, hier unten soll noch ein kleiner Schlitz hingesägt werden, damit ich dann immer sehen kann, wenn irgendwann mal die Becher zur Neige gehen.
dieses Teil. So, wenn man jetzt hier eins rausnehmen will, kann man das so machen. Und wenn man doch eins zu viel genommen hat, dann kann man das einfach wieder reinpacken hier. Ich finde das eine coole Lösung. Also es hält. Mal schauen, wie lange. Abonniert am besten den Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann seht ihr, ob das jetzt hier jahrelang hält oder ob es irgendwann mal zusammenstürzt. Jetzt ist alles fertig. Ist eigentlich alles genau reingegangen, wie ich es haben wollte. Und das ist jetzt auch fertig hier. Ja, auf jeden Fall hat jetzt alles so seine Ordnung hier drin. Und zwar hier hinten. Da ist zum Beispiel das ganze Laserzeug drin. Plattenreste. Ja, und hier schön die ganzen Sperrholzplatten. Also kleinere und größere. 70x50 sind die hier unten. Die passen halt genau in den Laser rein. Ganz da oben habe ich jetzt mein Holz gelagert. Ja, und da unten hätte ich zum Beispiel sogar noch Platz. Und ganz da oben hätte ich auch noch Platz für irgendwelche anderen Sachen. So, ja, das war's mit dem Projekt. Ja, und wenn du viele weitere solche Projekte sehen willst, dann kannst du jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst. Denn das nächste Projekt, das steht schon in den Startlöchern. Also bis bald. Ciao.